Hallöchen, ihr Monsterjäger und Jägerinnen da draußen. Ich heiße euch wieder herzlich willkommen hier zu Monster Hunter World. Wir waren in der letzten Folge stehen geblieben, die übrigens über 40 Minuten lang ging. Ich hoffe, ich hab's noch irgendwie geschnitten oder ich hab's wirklich komplett hochgeladen und ich hoffe, dass ihr mir da nicht böse seid und wahrscheinlich werde ich wieder nächtelang an diesem Video hochgeladen haben, wenn ihr das hier seht. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass das Video so lang ging. Ich werde jetzt versuchen, die Folgen maximal 20 Minuten zu machen. Und wie gesagt, ich habe euch ja erwähnt, oder ich hatte erwähnt in der ersten Folge, dass ich so ein bisschen was noch erzählen möchte, was in Monster Hunter auf euch zukommt, wenn ihr dieses Projekt schaut und wie ich das Ganze handhaben möchte. Und zwar möchte ich es so machen, dass ich sag mal, dieses ganze Equipment-mäßig, dass ich sage, okay, ich rüste jetzt meine Waffe aus oder so, dass ich das nicht unbedingt mit aufnehme oder zumindest nur einmal, damit ihr das mal gesehen habt, wie das funktioniert, sondern dass ich das dann wirklich immer offscreen gestalte, dass ich wirklich, sage ich mal, nur die Missionen an sich mache, mit euch zusammen spiele, dass ich das so mache und dass ihr die Mission seht. Ja. Das habe ich vor zum einen, dann möchte ich von allen Waffen so ein kleines Einsteigervideo machen, dann möchte ich allgemein so Tipps und Tricks Videos machen, ich möchte so ein kleines Monster-Wiki erstellen, wo ich euch auch verschiedene Monster vorstelle, aber das sind alles auch sehr aufwendige Videos, die ich dann vorhabe noch zu bringen, deshalb das wird jetzt natürlich nicht gleich am Anfang passieren, denn am Anfang möchte ich euch natürlich das Spiel an sich erstmal so ein bisschen näher bringen und deshalb würde ich sagen, wir verschwenden nicht unsere Bedeutung. Zeit und gehen erstmal wieder raus nach Astera ins Dorf und schauen uns da erstmal um, denn dort warten jetzt natürlich auch erstmal Leute. So, jetzt hast du also Zugang zum Ausrüstungsladen und zum Versorgungslager. Besorg dir, was du brauchst. Wenn du fertig bist, geh zu deiner Wirt-Expertin, das ist unsere Partnerin, die kleine Süße, in der Kantine, um dich für eine Quest zu melden. So, wir haben unsere Waffe, wir haben unser Schwert. Genau, und jetzt... Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Jawohl. Und jetzt habe ich natürlich... Ja, ist doch okay. Oh, mit dem Aufdruck geht schneller, okay. Alles klar, jetzt haben wir natürlich Leute, die mit uns reden wollen. Zum einen ist das hier unser L-Kommandante. Dann der Händler, wir gehen erstmal zum Händler, würde ich sagen. Wir gehen, den haben wir noch gar nicht gesehen. Wir gehen erstmal dorthin. Hallöchen, Popöchen. Oh, schicke Waffe, Kumpel. Dann ist es jetzt wohl Zeit, sich noch ein paar Vorräte zu besorgen. Wir haben so ziemlich alles, was du brauchst. Sollte dir mal was ausgehen, ich bin dein Mann. Ich würde zwar gerne deine ganzen Zenny kassieren, so heißt die Währung im Spiel, aber am besten sammelst du so viel wie möglich selbst. Jawohl, und hier bei dem können wir halt alles Mögliche kaufen. Wir können es auch hier, das ist neu, glaube ich, das gleich kaufen, um das in die Objekttruhe zu legen. Korrigiert mich bitte, falls das nicht so ist. Ich glaube, ich habe auch einen Zuschauer definitiv dabei, der hier sehr, sehr viel mit kommentieren wird, denn der ist sehr großer Fan der Reihe. Grüße an dich, Javi, falls du das siehst. So, wir haben hier verschiedene, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Astera Jerky, das kenne ich gar nicht. Stärkt die natürlichen Heilungskräfte und stoppt Blutungen. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht, dieses Zeug. Ansonsten, klar, man hat Fallengeräte, das ist alles wie gehabt da. Man kann hier Tränke schon kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das in den anderen Teilen auch ging. Ansonsten, wir werden jetzt aber erstmal nichts kaufen. Wir werden wirklich alles erstmal versuchen, dann später auch im Verlaufe zu sammeln. Unsere Wildexpertin, unsere Partnerin wird uns auch jetzt die ganze Zeit erstmal ein bisschen nerven. Und wird die ganze Zeit hier uns ein bisschen zurufen und immer, hey, ich warte hier oben mit einer Quest auf dich, mein Lieber. So wird das funktionieren. Wir werden uns jetzt aber die einzelnen Stationen hier erstmal abklappern. Und zwar gehen wir jetzt zu unserem L-Kommandante. Hör zu. Hör zu, ich muss über etwas Wichtiges mit dir reden. Diese Kommission ist besonders, anders als seine bisherigen Verpflichtungen, vermute ich mal. Na ja. Es geht nicht darum, Drachenälteste zu jagen oder für den Schaden zu bestrafen, den sie verursachen. Die Kommission will deren Stellung innerhalb der Natur verstehen und unsere Daten sammeln. Darum geht's. Die Drachenältesten sind die Natur. Sie zu bestrafen ist zwecklos, wie vor ihr davonzulaufen. Aber die Natur verstehen, nun, das können wir schaffen. Wir werden echte Herausforderungen erleben. Die beste Vorgehensweise wird nicht immer klar sein. Aber bevor du Leben nimmst oder verteidigst, musst du es verstehen. Das macht dich zum Jäger. Jawohl. So, da haben wir auch mit ihm gesprochen. Und dann, wie gesagt, es gibt die Aufzüge, die einen hier im Dorf natürlich schneller von A nach B bringen. Das zeigt auch er uns hier. Anführer des Feldteams.
Wir werden jetzt aber erstmal, ich gehe jetzt erstmal hier die Treppen hoch. Wir klappern alles erstmal schön naturgemäß ab. Was auch neu ist in diesem Monster Hunter Teil, das kann ich euch jetzt schon sagen, man braucht keine Käfernetze mehr und keine Spitzhacken. Man hat das von vorab immer dabei und das geht auch nicht kaputt wie in den anderen Spielen. Ich finde persönlich ist das sehr, sehr cool, weil es schon sehr nervig war, dass man in den anderen Teilen oder in den vorherigen Teilen das immer kaufen musste, dass das immer kaputt gegangen ist und man dadurch nicht sammeln konnte. Und das war schon ziemlich nervig, fand ich, aber gut. So, das ist der Ausrüstungsladen. Der befindet sich mit bei der Schmiede. Und hier ist es so, dass man Waffen kaufen kann. Und also man hat zwei Möglichkeiten, sich Waffen bzw. Ausrüstung zu besorgen. Man kann zum einen die Teile von Monstern sammeln oder Gegenstände, Eisenerze und so weiter kann man sammeln und herstellen. Das geht an der Schmiede hier drüben. Und man kann zum anderen Waffen kaufen. Nicht alle aber. Hier kann man wirklich nur die standardmäßigen Eisen und ich sag mal Knochenwaffen, so diese Standard-Anfangswaffen kaufen. Ist aber gar nicht mal so schlecht, weil man, ich sag mal, wenn man genug Kohle hat, die einfach kaufen kann und dann mit den anderen Ausrüstungsmerkmalen verbessern kann. Das ist ganz gut. Und die möchte jetzt erstmal mit uns sprechen. Schön. Hier bitte, Neuling. Mit einer so um dich geschlungenen Waffe siehst du schon eher wie ein Jäger aus. Das hier ist der Ausrüstungsladen. Wir handeln mit einsatzbereiten Waffen und Rüstungen. Wenn du so schnell wie möglich eine Waffe benötigst, aber keine Zeit hast, um Materialien zu sammeln, können wir helfen. Genau, habe ich gerade erzählt. Und dann können wir hier Rüstung kaufen, Waffen kaufen. Und die haben halt so diese standardmäßigen Anfangswaffen. Immer so das erste Eisenschwert, das erste Knochenschwert. Und die Knochenklinge ist übrigens sehr cool. Was ich auch am Überlegen bin, ob wir eventuell gleich am Anfang sagen, wir nehmen dieses Knochenschotel. Weil das hat noch... Pardon. Das hat nochmal ein bisschen mehr Stärke. Bei den Waffen ist natürlich auch wichtig zu sagen, die Waffe hat verschiedene Schärfegrade und es gibt auch Elementwaffen. Monster sind anfällig gegen manche Elemente, beispielsweise Feuer, Wasser, Eis, wie auch immer. Dann gibt es Waffen, die haben natürlich Elementstärken. Das heißt beispielsweise, es gibt eine Feuerklinge, die macht also noch Feuerschaden. Dann gibt es Schärfen, die sind in verschiedenen Graden aufgeteilt, rot, orange, gelb, grün, blau, ich glaube lila gibt es noch, weiß. Und im Moment ist unsere Schärfe halt gelb, das ist nicht ganz so gut mit grün. Also es gibt auch Gegner, die kann man nur mit bestimmten Schärfegraden, kann man die ihre Rüstungen durchbrechen. Und ich sag mal so, mit gelb passiert das eher weniger, wenn man gegen große Monster kämpft. Aber gut, das ist wie gesagt erstmal der Ausrüstungsladen und das ist die Schmiede, wie gesagt, hier kann man Waffen dann verbessern. Dazu aber später dann auch mehr, beziehungsweise Waffen herstellen. Das hier ist das Quest, die Questtafel, da kann ich später Quests annehmen. Zudem müssen wir, glaube ich, später auch mal, dass der baut irgendwie ein Luftschiff oder so. Hier kann man online spielen. Das wird übrigens eventuell auch noch passieren, wenn ich einen geeigneten Partner finde, der Lust hat, ein bisschen Monster Hunter mitzuzocken und die PC-Version hat. Dann werde ich das auch sehr gerne machen, denn dass wir hier mal ein bisschen zu zweit zocken. Ansonsten werden wir uns die meiste Zeit solo durchschlagen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Haushälter einfach nur, okay. Ach, hier kommen wir, glaube ich, auch nochmal zu den Trainingsgebieten. So, und hier sind wir an der Kantine. Und da ist Meister Miauz. Und die Kantine... Alter, das Stück Fleisch ist ja mega. Die Kantine ist dazu da, man kann sich vor jeder Mission, kann man sich Essen kochen lassen. Und dieses Essen verstärkt oder verschlechtert unsere Attribute. Beispielsweise kann ich mir ein geiles Essen zusammenstellen und ich habe dann für eine Mission mehr Angriffskraft oder mehr Lebensenergie, mehr Ausdauer. Schon von vornherein, ohne dass ich irgendwas zu mir nehmen muss. So, und jetzt sprechen wir mal noch mit unserem miauskulären Koch. Hey, willkommen in der Kantine. Der bist dort, um dich auf eine Jagd vorzubereiten. Du bist von den Fünften, oder? Also, ich verrate jetzt mal was, worum es in der Kantine geht. Erhöhungen, Gesundheit, aus Miau. Egal was, maximale Erhöhungen. Nur zu, setz dich an den Tresen, die Bohnenstange. Du Bohnenstange, pardon. Wenn du für dein Essen vor der Jagd bereit bist, lass es mich wissen. Genau, hier können wir halt vorab essen, kochen, kaufen und dann essen. Fünfter Bro. Okay. Gut, Questschalter, Wirt-Expertin. Okay, Partner, jetzt geht's los. Die Göde hat uns nicht grundlos zusammengebracht.
ab sofort bist du mein Jäger und ich bin deine Wildexpertin. Ich bin das Brot für deine Butter. Kapiert? Das ist ein komischer Vergleich. Ah, ja. Die erste Mission der 5. Flotte ist die Untersuchung des Jakras-Gebietes. Denn wir müssen eine bestimmte Anzahl von ihnen erlegen, um das Gebiet zu sichern. Wir können aufbrechen, sobald du dich zur Quest die Jakras des uralten Waldes gemeldet hast. Bist du bereit? Worauf warten wir denn? Da draußen wartet eine wilde neue Welt voller Wunder auf uns. Neue Quest bekannt machen, Tutorial. Es gibt verschiedene Arten von Quests. Es gibt einmal Aufgaben, es gibt optionale Quests, es gibt Untersuchungen und es gibt Event-Quests. Event-Quests sind immer zeitlich begrenzt. Das sind gewisse Events, die gibt es halt täglich, gibt es irgendwelche neuen. Beziehungsweise, ich glaube, 7 Tage geht so ein Event-Quest maximal. Und da habe ich immer eine bestimmte Zeit, diese Quests zu erfüllen. Die bringen immer eine Menge Geld, sind aber auch nie ganz einfach. Dann gibt es Untersuchungen, das sind einfach Quests, wo ich was untersuchen muss für die Kyperen. Dann gibt es optionale Quests, das sind so Quests, beispielsweise ich spreche mit dem Koch und der Koch sagt mir, er braucht 20 Pilze oder so. Dann ist das eine optionale Quest, kann ich die annehmen und machen. Und dann gibt es Aufgaben, das sind immer Story-relevante Quests. Und das ist jetzt hier zum Beispiel die erste, töte 7 Jakras. Belohnung 720Z, die Quest möchte ich annehmen. Und dann habe ich die Quest akzeptiert. Jawohl, kann mich hier auf die Quest halt noch vorbereiten. Und dann kann ich hier zur Quest aufbrechen. Da ich Solo spiele, muss ich auch nicht auf jemand anderen warten, sondern kann direkt losstarten. Es sei auch noch zu sagen, viele Spieler haben sich darüber beschwert. Ah, ich warte erst, bis das hier vorbei ist. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Okay, das überspringe ich jetzt. Wir müssen das Ziel erfüllen, das ist klar. Und wir müssen, wenn wir irgendwie... Ja, das kann ich euch nebenbei immer mal erklären. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jakras begegnet. Das ist jetzt eher unwichtig. Weißt du noch die kleinen Monster? Ja, die, vor denen wir uns verstecken mussten. Das waren die Jakras. Willst du mal nachsehen? Ja, mache ich. Regel Nummer 2. Ja, Vorratstruhe. Am Anfang einer Mission gibt es eine Vorratstruhe und aus der Vorratstruhe können wir uns verschiedene Anfangsobjekte rausnehmen, wie zum Beispiel Erste-Hilfe-Arznei, Rationen und so weiter. So, hier Erste-Hilfe. Das nehmen wir natürlich mit. Und dann haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, über diesen Balken unten rechts, wo sind meine Rationen? Ach hier, simple Ration. Und dann können wir damit unsere Ausdauer erhöhen. Geht zweimal. Dann ist unsere Ausdauerleiste auch voll. So. Jawohl. Gut. Dann, was wollte ich noch sagen? Achso, viele Spieler haben sich am Anfang, also als die PC-Version rauskam, beschwert darüber, dass es erstens keine Controller-Unterstützung gibt. Das ist totaler Quatsch, denn ich spiele mit Controller. Man muss dazu aber eine Einstellung treffen im Steam, in den Steam-Einstellungen direkt. Dann kann man mit PS4-Controller, Xbox 360, Xbox One-Controller oder irgend so ein Logitech-Controller kann man das Spiel spielen. Das geht also. Und dann haben sich viele drüber beschwert, dass die Grafik schlecht ist und dass es eine schlechte PC-Umsetzung ist, weil man nicht 21:9 Format einstellen kann. Und ich denke mir nur so, Alter, warum beschwert ihr euch denn so darüber, dass das erste Monster, was für den PC rauskommt? Okay, gut, jetzt könnte man sagen, dann sollte auch alles funktionieren. Ich muss aber sagen, ich bin viel mehr froh darüber, dass ich mir jetzt nicht extra noch eine Konsole kaufen muss, um Monster in the World zu spielen, sondern dass ich auch auf dem PC endlich mal in den Genuss von Monster in the World komme. Und man muss dazu sagen, die Grafik, Monster in the World hat nie Wert auf Mega-Grafik gelegt. Denn die meisten Monster in the World-Ableger waren für die Handheld-Konsolen, sprich PSP, Nintendo DS, so eine Geschichten halt. Und jetzt kommt ein Monster für den PC raus, wo die Grafik wirklich überragend gut aussieht, finde ich. Und dann wird auf die Grafik geschimpft? Leute, dann spielt das Spiel nicht, weil dann seid ihr kein echter Monsterjäger, weil das interessiert euch auch bei dem Spiel gar nicht. Genau. Jo, ich habe mir die Vorräte geholt, jetzt geht missionmäßig los. Ich werde euch aber auch sagen, dass ich jetzt sammeln kann. Jetzt geht's los, jetzt kann ich hier das erste Mal in dem Spiel sammeln und das ist auch mein erster Tipp für euch. Sammelt in dem Spiel ein, was ihr könnt. Auch wenn ihr irgendwelche Missionen habt, wo ihr beispielsweise Monster eher jagen sollt, Monster erliegen sollt, sammelt hier immer ein bisschen ein. Guckt über den Tellerrand hinaus, macht nicht nur das, was die Quest euch vorgibt, sondern
will mal auf die Karte gucken. Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Spähkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. Genau. Guckt immer mal ein bisschen über den Tellerrand, guckt, dass ihr Sachen sammelt. Ja, ich habe mit den Spähkäfern Steine. Was auch neu ist im Monster in der World, wir haben jetzt automatisch immer so eine kleine Handarmbrust dabei. Sagt er auch gerade. Und dafür gibt es Schleuder, oder eine Schleuder ist das eher. Dafür gibt es Schleudermunition, die kann man in den Leveln dann immer finden. Und damit kann man beispielsweise Monster verletzen, man kann Monster ablenken, man kann gewisse Sachen zum Explodieren bringen, um Monster zu, ich sag mal, verwirren, das ist auch Munition. Ne, damit kann ich Schießpulver machen, okay. Komme ich hier jetzt eigentlich schon weiter? Wähle das Lager auf der Gebietskarte aus, um schnell dorthin zurückzugelangen. Ich werde nicht in den, oder ich werde die Mission nicht so lange halten, dass ich, dass ihr seht, wie ich jetzt hier rumsammle und so. Ich glaube, das ist nicht ganz so spannend. Ihr wollt die Action sehen, ihr wollt sehen, wie was funktioniert, was man so machen kann im Monster Hunter. Und ich glaube, das ist viel, viel cooler, als wenn ich jetzt hier irgendwie ewig rumsuche und sammle und sonstiges. Deshalb, ich kann das machen, werde ich eventuell auch. Und werde dann so gewisse Sachen schnell vorspulen oder, ja, dann einfach schneiden zwischendrin. Also nur, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt die erste Mission natürlich, da werde ich natürlich ein bisschen rumgucken und ein bisschen versuchen. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Jaja. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Genau. Den Abtunnert werde ich jetzt aber definitiv nicht töten. Deine Waffe immer weggesteckt sein. Weil das jetzt Quatsch wäre. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Flussfahren, den nehmen wir mit. Wobei das auch sinnlos ist, weil man damit Wassermunition herstellen kann und die brauchen wir eh nicht. Deshalb, also, ja, wir kommen jetzt immer wieder quasi zur Hauptquest, werden wir so ein Stück weit zurückgeführt. Ich will aber trotzdem euch noch ein bisschen die Karte zeigen und euch auch zeigen, was man denn hier alles so finden und machen kann. Denn die Karte, muss man dazu sagen, was zu den alten Monster Hunter Spielen natürlich auch hier wieder ganz, ganz neu ist, ich habe keine Ladezeiten mehr. Ich kann in die verschiedenen Gebiete gehen. Ihr seht unten auf der Minimap immer Zahlen. Und ich habe hier keine Ladezeiten mehr. Früher war es so, wenn ich von Gebiet 1 in Gebiet 2 gegangen bin, dann war erstmal eine Pause, weil es musste nachgeladen werden. Hier ist wirklich alles offen. Ich kann in die Gebiete einfach rausrennen und reinrennen, wie ich lustig bin. Und das macht die Karte, finde ich, für mich viel, viel weitläufiger, größer und natürlich auch noch viel interessanter. Und deshalb natürlich hier ein bisschen so am Rumsuchen. Und wie gesagt, mein Tipp, selbst wenn ihr eine Jagdmission habt, wo es heißt, töte 7 Jagras oder sonstiges, guckt ruhig ein bisschen über den Tellerrand. Nehmt gleich auch am Anfang des Spieles ruhig so viel mit, wie ihr könnt. Weil am Ende oder wenn ihr dann irgendwas nicht habt, dann ärgert ihr euch und müsst gewisse Missionen dann natürlich doppelt machen, weil Rotkern, die Munition ist cool, das ist Feuermunition. Weil ihr natürlich gewisse Sachen dann braucht und wieder abfarmen müsst. Und das ist natürlich so eine Sache, wo viele Leute dann natürlich nicht so Bock drauf haben. Aber das gehört zu Monstern dazu. Man hat ja wirklich so Sachen, wo man sagt, okay, Nullbären, weiß gar nicht, für was die gut sind. Man hat wirklich halt einfach so Sachen, wo man sagt, okay, man sucht jetzt hier halt gewisse Dinge ab. Und sammelt auch gewisse Sachen. Das ist bei Monster Hunter so. Das gehört zu Monster Hunter auch halt einfach dazu. Und das ist hier so ein Förderplatz, was ich schon erwähnt habe. Hier kriegt man quasi die Eisenerze raus. Und früher brauchte man eine Spitzhacke dafür. Also es gab alte Spitzhacken, Eisenspitzhacken und Megaspitzhacken. Ich weiß nicht, ob es noch was Besseres gab. Und die waren halt unterschiedlich schnell kaputt. Was auch cool ist, ich unterbreche kurz, das Wetter wechselt. Es kann auch dunkel werden hier im Spiel. Und das ist mega cool. Und jetzt fördern wir erstmal hier so ein bisschen. Was findet man hier? Eisenerz. Machaliterz gleich. Das ist seltenes Erz. Oder seltener als Eisenerz. Es gibt noch viel, viel seltenere Erze wie Drachenit-Erz, wie Lichtkristalle, wie
Ich weiß gar nicht, was es noch alles so gibt jetzt aus dem FF. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um, oder? Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt. Ich gucke mal auf die Zeitbegrenzung. Ah, eigentlich ist der Part schon wieder um. Ich will es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so lang machen. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt auf die Hauptquest. Das Sammeln kann ich ja, ich kann ja die Mission nochmal wiederholen und kann ja dann nochmal ein bisschen sammeln, sodass wir ein paar Erze und sowas alles schon haben. Ich denke, das ist sinnvoller, als wenn ich jetzt hier wieder Ewigkeiten die Zeit vertrödle und natürlich den Part wieder in die Länge strecke. Da entschuldige ich mich jetzt schon mal für die, für den zweiten Part, der so lang wird. Okay, dann verfolgen wir erstmal hier unseren Kumpanen. Was man noch dazu sagen muss, Monster Hunter läuft auf den höchsten Einstellungen, so wie ich es habe, glaube nur auf 30 FPS maximal. Mehr ist nicht möglich. Aber gut, stört mich persönlich auch jetzt gar nicht. Jetzt kommt auch gleich eine neue Sache. Du kannst Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Wenn ich Honig einsammle und ich habe Tränke dabei, werden automatisch Honig und Trank kombiniert und ich erhalte dann gleich einen Megatrank. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich stehe doch schon hier. Oh, hier ist irgendwo ein Bitterkäfer. Weil Käfer sammeln ist auch nicht mehr so einfach. Die hängen jetzt irgendwo am Baum rum. Manchmal, ich weiß aber leider gerade nicht wo. Ich gehe mal hier durch. Ein Rudel Jagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Na. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Ja, so, jetzt erster Kampf im Spiel. Los geht's. Wie gesagt, das Schwert hier ist eigentlich ziemlich einsteigerfreundlich. So, wir haben gleich zwei Jagras getötet. Cool an den Jagras ist, wenn du von denen Leute tötest oder die merken, sie haben keine Chance gegen dich, dann lassen die dich in Ruhe. Also dann hauen die ab, die Jagras. Das ist ganz cool, weil das ist halt cool, dass die Monster auch viel, viel lebendiger geworden sind als damals noch, sage ich mal. Finde ich wirklich mega cool. Gefällt mir auch sehr gut. Den Vorderplatz nehmen wir noch mit. Oh, Lichtkristall. Sehr cool. So, Eisenerz haben wir wieder bekommen. Ich glaube, mehr brauchen wir jetzt hier. Streunus, Rotkern. Muss ich mit dem erst quatschen oder kann ich weiter? Weil ich will jetzt hier rein. So, und das ist zum Beispiel auch neu. Das sind sogenannte... Wenn ich da drauf schieße, werden die Gegner geblendet. Und das ist natürlich auch neu. Alter, wie viele? Alter, jetzt wird es natürlich ein bisschen... Aber ihr seht schon, man konnte mit dem Schwert ja eigentlich... Ich verliere zwar gut Power. Aber... Eieieiei. Oh, es sind aber auch viele. Ei! Okay, jetzt aber mal schnell weg hier. Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleuder Monster ablenken. Versuche ich. Nein. So, Monster abgelenkt. Jetzt erstmal was trinken. Das ist auch neu. Die Tränke heilen nicht sofort, sondern man muss eine gewisse Zeit lenken. So, die Monster sind noch benebelt. Mit gesammeltem Mut und etwas Elan wird sie noch besser. Genau. Beim Langschwert ist es so, das hat eine Elan-Anzeige. Das zeige ich euch jetzt gleich. So, und los geht's. Elan. Die lädt sich auf und dann kann man hier so eine Superangriffe starten. Geh auf Abstand und benutze einen Wetzstein. Und die Jagras haben gerade wieder keinen Bock mehr auf uns. So, ich werde mal noch... Oh, na gut, jetzt habe ich nochmal einen Drang genommen, das ist auch nicht so schlimm. Oh, was mache ich hier?
So, Hauptziel habe ich abgeschlossen. Ich habe die Jackras getötet, habe mich nicht ganz so schön angestellt. Hat privat besser geklappt, aber so ist es ja immer. So, und jetzt gucken wir natürlich, dass wir hier noch ein paar Jackras töten, beziehungsweise die natürlich ausfleischen, um gewisse Sachen zu bekommen, ist ja klar. So, die Schärfen verschwinden, wie gesagt, auch im Kampfverlauf. Da hat man oben links auch nochmal eine Anzeige. Und die kann man dann hier mit Hilfe von Wetzstein wieder schärfen, sodass die auf die Ursprungsschärfe zurückkommen. Das ist ganz gut, weil natürlich, wenn man eine gewisse Schärfe gerade verliert, dann ist das schlecht, weil man natürlich keine Möglichkeit mehr hat, durch gewisse Panzerungen von Monstern durchzukommen. Deshalb ist es wirklich sehr praktisch. So, und dann erhalten wir nach einer Quest natürlich immer unser Geld. Das war in dem Fall, ich glaube, 720 Zennies. Und man erhält gewisse gewisse Questbelohnungen, die man bekommt, dadurch, dass man die Quest erfolgreich absorbiert hat. Und das ist hier ganz cool. Wir behalten erstmal alles, weil wir sind noch ganz am Anfang. Das heißt, wir brauchen auch erstmal alles. Und unser Palico, unsere Maya hat auch gesammelt. Das nehmen wir natürlich auch alles mit. Dann erhalten wir unsere 720 Zennies. Palico Stufe 2. Das ist sehr cool. Ist also gleich eine Stufe aufgestiegen. Und wir haben neue Zutaten freigeschalten und. Ja, das war die erste Quest, unsere erste Mission hier in Monster Underworld. Ich hätte mich ein bisschen besser anstellen können. Aber ich muss mich auch ehrlich gesagt mit der Waffe erstmal wieder vertraut machen. Denn ich spiele privat natürlich die Morph-Axt im Moment. Und ich habe mich hier jetzt mal dafür entschieden, das Langschwert einfach zu spielen, weil ich mega Lust drauf hatte. Und man hat halt so zwei Kombinationen, die man immer machen kann. Das ist zum einen... Also man hat zwei Schlagarten, die man dann in verschiedene Kombos bringen kann. Und dann gibt es halt noch, wie jetzt beispielsweise das Elan, was man beim Langschwert aufführen kann, gibt es noch diese Superangriffe, den ich einmal gemacht habe. Da drücke ich dann immer R2 durchweg und dann wird so eine Kombo-Reihe durchgeführt. Nach der ersten Quest ist es übrigens so, das war privat auch schon, da überprüft er irgendwie eine Verbindung zum Netzwerk und die kann dann nicht hergestellt werden, warum auch immer. Und deshalb dauert das immer so ein bisschen länger. Da es könnte keine Verbindung irgendwie hergestellt werden. Keine Ahnung, was das. Gut, dich zu sehen. So, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge Monster Hunter. Nee, wir machen noch weiter. Ihr habt beim Erleben der Jackras gute Arbeit geleistet. Ihr Lebensraum hat sich nicht verändert, aber dennoch erhöht sich ihre Zahl. Verstehe, ich spreche nur das Offensichtliche aus, aber die Jackras sind nicht die einzige Gefahr, die hier lauert. Wir haben zudem Berichte erhalten, dass eine Kestodon-Herde außer Kontrolle geraten ist. All das wohl deswegen, weil der Zora Magdoras Land erreicht hat. Der macht alle wahnsinnig. Okay. Es wird eure Aufgabe sein, sie zur Ruhe zu bringen. Wir möchten, dass ihr diese Kestodon-Herde untersucht und ausdünnt. Ich komme mit. Möchte nicht, dass euch was passiert. So, und das ist auch unsere zweite... Das stellen wir gleich mal aus. Brauchen wir nicht. Und das ist unsere zweite Mission, die wir jetzt bekommen haben. Lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Und jetzt wollen natürlich auch wieder andere Leute mit uns sprechen. Ich würde aber sagen, das war's erstmal für diese Folge Monster Underworld. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Und wie immer, vergesst nicht, Kommentare zu schreiben, fleißig zu bewerten oder sonstiges. Ich lese mir sehr gern alles durch. Was haltet ihr von Monster Underworld bislang? Wie war die erste Quest? Wie habe ich mich angestellt? Schreibt's ruhig in die Kommentare. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao und haut rein. Ich bin raus.